Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es kein Buchhaltungsvideo und auch kein Steuervideo. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Aber ich finde, wir haben in den letzten Wochen genug gelernt. Jetzt machen wir mal wieder was anderes. Ich habe mir nämlich eine Bitbox 02 gekauft. Das ist dieses Teil hier. Und das ist eine sogenannte Hardware-Wallet. Und wie die genau funktioniert, das erfahrt ihr jetzt gleich im Video. Bleibt also dran. Bis gleich. Yo, ich habe eine Bitbox 02 gekauft. Wie schon erwähnt, ist eine Hardware-Wallet, um seine Kryptowährungen zu verwahren. Dort sind im Wesentlichen die Private Keys drauf gespeichert. Und das ist eigentlich so ziemlich das Sicherste, was man sich anschaffen kann, um Kryptos selber zu verwahren. Ich habe ja auch schon ein Video zu Exodus gemacht. Das ist ja auch eine Wallet, die auf dem Smartphone oder auf irgendeinem Computer installiert werden kann. Das ist bei weitem nicht so sicher, weil ein Computer hat natürlich immer auch Zugang zum Internet und die Private Keys können ja auch dann nur da gespeichert sein. Das heißt, wenn ein Hacker sich Zugang verschafft zu dem Rechner, dann kommt er auch an die Private Keys heran. Das ist bei diesen natürlich Geräten deutlich schwieriger, weil sie natürlich in der Regel gar nicht verbunden sind mit dem Internet. Dann kommt man schon mal gar nicht drauf und insgesamt sind die natürlich deutlich sicherer als jede Wallet, die irgendwie auf dem Smartphone oder Computer installiert wurde. Warum habe ich mir eine Bitbox 02 gekauft? Das hat einfach den Grund, dass die Bitbox 02 von Shift Crypto ist und das ist ein Schweizer Unternehmen und ich dachte, ich unterstütze jetzt erstmal die europäischen Firmen bei solchen Sachen. Wir haben eh hier schon wieder den Anschluss eigentlich verloren, deshalb ist eigentlich gut. Jeder, der was in dem Bereich macht, ist eigentlich positiv, deshalb sollte man die auch irgendwo unterstützen. Ein Kritikpunkt habe ich aber schon an Shift Crypto. Also ich habe bei der ganzen Aufnahme ständig Tonprobleme gehabt. Ich hatte einen Knacksen in der Audiospur und habe das nicht rausgefunden, woher das erstmal kam. Und ich habe jetzt ziemlich lange gebraucht, um den Übeltäter zu finden. Nein, es ist nicht die Bitbox 02, sondern es ist die Bitbox App. Sobald ich die starte, gibt es leider auf der Audiospur einen kleinen Knacksgeräusche oder kleine Knacksgeräusche. Und deshalb, liebes Shift-Crypto-Team, egal was ihr mit dem USB-Treiber gerade macht, macht irgendwas anderes. Es ist natürlich, sage ich mal, ein sehr spezielles Problem. Die meisten wird es nicht interessieren, da die meisten oder in der Regel macht man ja keine Aufnahmen, keine Audioaufnahmen, wenn eben die Hardware-Wallet gerade angeschlossen ist und man irgendwelche Transaktionen macht. Ansonsten, was gehört alles zum Lieferumfang dazu? Das ist natürlich die Wallet selber. Und man sieht es hier, das ist hier ein USB-C-Anschluss und es gibt aber hier aber auch einen Adapter mit dabei, den man hier einfach draufstecken kann und dann kann man es eigentlich in jeden herkömmlichen USB anschließen. Es sieht eigentlich aus wie einen normalen USB-Stick, aber da steckt natürlich schon ein bisschen mehr dahinter. Hier an diesem vorderen Bereich ist auch ein komplettes Display eingebaut, das heißt, dort werden dann später Anzeigen auch gemacht. Zum Beispiel muss man erstmal, wenn man sie ansteckt, ein Passwort eingeben, das man davor auch vergeben musste. Und die Steuerung von dieser Wallet läuft dann über, also hier müssten irgendwie an der Seite sind da so berührungssensitive Sensoren wohl eingebaut. Das heißt, es gibt hier keine Tasten oder so, sondern man tippt hier nur oben bzw. unten dann an, um dann die Wallet zu steuern. Und das ist am Anfang ein bisschen fummelig, beziehungsweise man rechnet irgendwie gar nicht damit, dass das so gesteuert werden kann. Es funktioniert aber dann doch relativ gut, weil es auch ein praktisches Verlängerungskabel mitgeliefert wurde. Das ist tatsächlich wirklich sehr praktisch, weil wenn jetzt irgendwie ein USB-Stick dran gesteckt ist, dann ist das mit dieser Steuerung extrem fummelig. Aber mit dieser Verlängerung geht es dann ganz gut. Da kann man das hier einfach einstecken und dann hat man das eher ein Greifreichweite. Es klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber ist tatsächlich sehr hilfreich, diese Verlängerung hier zu haben. Jo, das gehört zum Lieferumfang mit dazu. Es gibt da auch noch so ein bisschen Bändelchen und dann auch noch sehr wichtig, eine MicroSD-Karte. Die MicroSD-Karte braucht man eigentlich nur beim erstmalig in Betrieb nehmen, weil hier hinten gibt es einen Slot, wo man die dann einstecken kann und auf dieser MicroSD-Karte wird dann ein Backup gemacht. Und mit dieser Karte kann man dann im Zweifelsfall, falls dieses Teil verloren geht oder auch einfach kaputt geht, auch wieder Zugriff zu seiner Hardware oder zu seiner Wallet wieder erlangen. Das heißt, die MicroSD-Karte ist extrem wichtig. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, ob man auch irgendwie die Private Keys selber herankommt oder ob die da einfach hier drauf gespeichert sind. Vermutlich sind die Private Keys darauf gespeichert.
Aber ich fände es nur ganz schön, wenn man in irgendeiner Form schaffen könnte, dass man auch die Private Keys irgendwie in Papierform sichern könnte, weil das fände ich noch das Allersicherste als jetzt nur so eine Micro-SD-Karte, weil alles Technische kann natürlich doch irgendwie leichter kaputt gehen als einfach ein Blatt Papier. Das habe ich auch noch nicht herausgefunden, damit muss ich mich auch nochmal weiter beschäftigen. Aber ansonsten funktioniert die Installation relativ reibungslos, man hat eigentlich kein großes Problem und auch bisher habe ich keine Fehlfunktionen an der Bitbox 02 irgendwie feststellen können. Es werden relativ viele Coins unterstützt. Man muss jetzt natürlich nur sagen, es gibt auch noch eine Bitcoin-Only-Version. Ich habe jetzt mir die Multicoin-Variante gekauft, weil ich ja nicht nur Bitcoins habe. Ein Top-10-Coin wird allerdings nicht unterstützt, das ist Solana. Ich habe auch ein bisschen Solana. Das macht mir aber tatsächlich gar nichts aus, weil man kann gerade relativ angenehm auf Coinbase mit Solana auch staken. Da bekommt man tatsächlich auch 4%. Das gleicht wenigstens ein bisschen die Kursverluste vielleicht langfristig aus. Und von dem her macht mir das jetzt gerade gar nichts aus. Dann lasse ich die Solana einfach auf der Kryptobörse dann liegen. Aber die großen Bestände sollte man ja sowieso in Bitcoin und Ethereum haben oder Ether haben. Das ist zumindest meine Meinung. Und der Bitcoin-Teil sollte sowieso der allergrößte Krypto-Teil sein. Und die kann man beide hierhin transferieren. Von dem her ist das eigentlich für mich auch soweit völlig ausreichend. Ich schließe das jetzt einfach direkt jetzt mal an und starte die Bitbox-App. Als allererstes, man sieht jetzt hier, eben das Display ist jetzt angegangen. Und wenn ich jetzt die Bitbox-App starte, dann muss ich hier ein Passwort eingeben. Das sieht man jetzt hier. Also genau wie man das jetzt hier in diesem Video dann auch sieht, muss man das Passwort eingeben. Das kann ich hier jetzt auch mal kurz vorführen. Das sieht man jetzt hier auch ein bisschen, indem ich, wenn ich hier ein bisschen rund tippe, dass ich hier ein Passwort eingeben könnte. Also wie gesagt, die Verlängerung ist schon sehr praktisch und ich mache das jetzt auch mal hier direkt im Video. So, ich habe das jetzt eingegeben und jetzt müsste eigentlich gleich die App entsperrt werden. Und da sieht man auch schon, ich habe auch ein bisschen was schon drauf transferiert. Ich habe ein bisschen Bitcoin drauf transferiert. Hier, das ist die Übersichtsseite. Man sieht, das ist vom Styling her relativ einfach und auch nicht wirklich viele Funktionen. Ich habe jetzt hier eben Bitcoin, 30 US-Dollar und 11 Dollar Ether. Und ich werde jetzt gleich mal nochmal live hier eine Transaktion machen. Man kann hier auch Kryptos kaufen. Das finde ich allerdings relativ teuer. Man sieht hier die Gebühren. Eine Banküberweisung 1,9% und eine Kreditkarte ist dann nochmal viel teurer, 4,9%. Braucht man meiner Meinung nach eigentlich auch nicht in dieser Software. Ich finde es eigentlich sogar positiv, dass es so ein einfach gestaltete Software ist, weil umso weniger Bugs hat so eine Software. Und ich würde jetzt da über die Software auch jetzt keine Kryptos in irgendeiner Form kaufen. Man sieht, ich habe hier schon drei Transaktionen zum Testen gemacht. Die wurden alle bestätigt. Genauso wie eine Transaktion Ether. Das heißt, grundsätzlich funktioniert das Ganze und es ist auch nicht wirklich kompliziert. Ich zeige das jetzt gleich mal. Man sieht jetzt hier oben, man hat hier Senden und Erhalten Knöpfe. Wir werden jetzt erstmal einfach erhalten. Dann geht man hier drauf. Und dann öffnet sich ein Fenster, wo es schon mal eine Adresse so grob angezeigt wird. Und dann muss man hier auf Adresse auf Bitbox bestätigen. Und jetzt ist es so, dass genau diese Adresse auch auf der Bitbox angezeigt wird. Und dort muss ich eben auch wieder mit diesen Sensoren die Bestätigung machen. Vorher kopiere ich mir natürlich erstmal die Adresse und bestätige das jetzt. Und habe mir die jetzt kopiert und kann jetzt auch schon zurückgehen. Und dann gehe ich jetzt einfach in meinen Coinbase-Account, wo ich aktuell Bitcoins habe. Hier sieht man übrigens auch das Staking von Solana mit 4%. Ich habe hier unglaubliche 2,56 € schon verdient. Aber man kann hier auch andere Coins staken. Nur nebenbei finde ich das eigentlich ganz praktisch, wie das hier gemacht wurde. Wir gehen jetzt auf Senden und Erhalten. Dann, wir wollen ja senden und jetzt machen wir auch wieder eine 10-Euro-Überweisung. Kopiere jetzt logischerweise dann die Kryptoadresse hier in das Feld hinein und dann muss ich eigentlich nur noch auf Fortfahren klicken. Und dann sollte das auch schon funktionieren.
Ich muss jetzt gleich noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeben. Und dann sollte es jetzt eigentlich auch schon unterwegs sein. Schauen wir jetzt mal. Es dauert natürlich auch ein bisschen, bis Coinbase das tatsächlich dann versendet. Allerdings, ich hatte jetzt von der Zeit her nie groß Probleme. Gehen wir zurück zu der App hier. Aktuell sind es 3 Transaktionen. Das waren ja die alten Transaktionen. Jetzt warten wir einfach mal ab, wie lange es dauert, bis tatsächlich ich hier die Transaktion wirklich dann auch in der Wallet habe. Und jetzt ist er auch schon angekommen. Es hat nicht wirklich lange gedauert, aber tatsächlich ist sie ja noch gar nicht da. Jeder, der sich mit dem Bitcoin ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß natürlich, dass so pro 10 Minuten ein Block gemeint wird. Und das heißt eigentlich gerade nichts anderes, dass die Transaktion im Netzwerk angekommen ist und wartet jetzt eigentlich darauf, in den Block aufgenommen zu werden. Das heißt, sieht man auch hier an dem Status, der steht auf ausstehend, während die anderen ja schon bestätigt sind. Und es dauert jetzt eben so circa 10 Minuten, bis dann wirklich auch die Bestätigung erfolgt. Macht jetzt aber auch nichts aus. Man kann ja sich jetzt auch alles irgendwas anderes machen. Man kann ja auch natürlich auch die Bitbox jetzt auch schon wieder abstecken, weil das läuft ja von alleine. Es wird ja nichts wirklich hintransferiert. Es wird ja nur der Adresse diese Coins zugeordnet. Genau, und beim Senden ist eigentlich genauso einfach. Hier kann man einfach auf Senden gehen. Dann müsste man hier auch die Adresse eingeben. Man kann hier den Betrag eingeben in US-Dollar. Zum Beispiel könnte man jetzt hier auch 10 schreiben. Dann bekommt man hier den Bitcoin-Betrag. Und dann kann man das eigentlich auch schon losschicken. Das können wir auch nur kurz machen. Wir könnten jetzt zum Beispiel bei Coinbase wieder auf Senden und Erhalten gehen. Diesmal empfangen wir. Dann kopieren wir hier die Adresse heraus. Gehen auf die Bitbox und kopieren hier die Adresse hinein. Und dann könnte ich es jetzt hier erstmal prüfen. Ich muss jetzt logischerweise auch wieder auf der Bitbox selber die Transaktion überprüfen, weil die Signierung, die läuft ja nur auf der Hardware-Wallet. Das heißt, die Private Keys verlassen ja nie die Hardware-Wallet. Das heißt, die ganze Signierungsprozess läuft auf dem Gerät selber. Und deshalb macht es auch so sicher. Und deshalb ist es auch so gut geschützt gegen Hacker, weil die Private Keys nie die Hardware-Wallet wirklich verlassen. Und das muss man vielleicht wissen, um den Unterschied zu verstehen zwischen einer Wallet, die einfach auf dem Smartphone installiert wurde, und so einer Hardware-Wallet. Ich kann das jetzt auch nochmal bestätigen, können wir zum Spaß jetzt einfach nur machen. Und jetzt geht es auch in die andere Richtung schon los und jetzt müsste man genau das gleiche bei Coinbase dann sehen, dass hier eine Transaktion dann unterwegs ist. Auch hier ist die Transaktion gerade noch in Bearbeitung, dauert natürlich ein bisschen, bis dann tatsächlich die dann auch da sind. Das ist genau das gleiche wie eben, was wir gerade verschickt haben. Können wir hier jetzt auch noch auf die Übersicht gehen. Was jetzt ist hier, wir haben jetzt dann die Bitcoins gesendet. Also das funktioniert ohne Probleme. Ich mache jetzt hier die App auch wieder zu. Jo, wie man sieht, so eine Hardware-Wallet ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und es macht auf jeden Fall Sinn, auch so eine Hardware-Wallet sich anzulegen. Ich habe mich bisher auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt und habe es auch einfach auf der Kryptobörse liegen lassen. Aber das sollte man natürlich nicht machen. Gerade auch in letzter Zeit sind doch der ein oder andere Dienstleister auch insolvent gegangen und dann ist natürlich schon problematisch und gerade wenn man sie ja überhaupt nicht verwendet in irgendeiner Form, also wenn man jetzt nicht gerade staked, dann macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, die da liegen zu lassen, ist einfach nur unsicher und deshalb kann ich schon auch wirklich sehr empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Es muss jetzt natürlich nicht nur eine Bitbox 02 sein, ich habe die jetzt einfach mal getestet. Ich werde auch ein Update-Video machen, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Gerät habe und das war es erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.